Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Part 21 Super Mario RPG auf der Nintendo Switch. Wir sind im letzten Part ja hier in der Waffenwelt ganz frisch angekommen und werden hier natürlich direkt weitermachen. Ich würde sagen, wir springen natürlich direkt hier drauf und müssen auf die Schraube. Und ich bin schon mega, mega gespannt, wie das allgemein weitergeht im Game hier in der Waffenwelt. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, keine Ahnung. Ich spiele es ja mit euch zum ersten Mal das Game. Das heißt, los geht's. Hier sind wir gestern noch kurz hin. Also im letzten Part am Ende. Also bis hier und weiter waren wir nicht noch. Das heißt, hier haben wir so eine Art, man kann sagen, eigentlich Boss oder so. Alarm! Es ist Mario! Mario-Alarm! Mario-Alarm! Wer sich hier einschleicht, dem klingeln wir den Marsch. Okay, das ist übrigens der Klingelinger. Mit weglassen nach unten. Ich würde sagen, wir hauen natürlich wie immer schön drauf und so. Triotechnik sehe ich gerade. Hätte ich Scherbenschützerin, schütze die gesamte Gruppe vor einem einzigen Angriff. Ich würde sagen, das lasse ich erstmal weg. Könnte man immer noch machen. Genonova einsetzen direkt. Mit Geno. Und sogar perfekt hinbekommen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es hier in der Waffenwelt weitergeht. Auch er hier scheint ja, wie gesagt, so eine Art Boss zu sein, ne? Ultra Feuerball mit Mario. Mal schauen. Ah, zieht auch gut was ab. Okay. Aber mit Peach könnte man ja eigentlich wieder Psychobombe einsetzen. Muss auch mal fleißig A-Knopf drücken, wie man es erkennt. Und auch ordentlich Schaden abgezogen. Okay. Die Zeit schreitet voran, steht oben. Okay. Was macht er? Klingeling, 3 Uhr. Zeit, sich zu erholen. Okay, jetzt macht er Erholung. 170 sogar, okay. Dann würde ich sagen, schön feste war da drauf, oder? Erstmal natürlich wieder mit Genie. Da zieht Ei immer ganz gut alles ab. Ich würde sagen, mit Mario auch weiter mit Feuerball drauf, oder? Ich glaube, Items hatten wir sogar gekauft wieder im Shop. Ah nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Pechroulette setzt er ein. Okay. Nein. Geh nur direkt raus dadurch. Mit einem Schlag ist hart. Und ich würde sagen, Geno könnte man da kurz mal mit Mello austauschen. Mal schauen. Gedankenleser kann man auf alle drei machen. Ich mache mal unten auf den Weglassnar. Mal schauen, also anfällig für Sprung und Elektro ist er. Und hat sogar 1926 KP. Okay, da müssen wir wohl noch einige Male draufhauen. Ja, Ahornsirup haben wir noch dran und mit. Okay, das ist schon ganz gut. Müssen wir euch direkt wieder einsetzen. Schlafenszeit denke ich mal nicht, dass es funktioniert. Psychobombe würde ich sagen, weiter drauf mit Peach. Und Mello hat ja so Blitzattacken, also Blitzgewitter und so. Sporengeläut setzt er ein. Okay. Pechroulette wieder. Ah. Gefährlich, ey. Ein Schlag und direkt tot. Klingeling, 5 Uhr. Zeit, die Aurora zu bestaunen. Okay. Also je nach Uhrzeit, was er da hat auf seiner Uhr, macht er dann irgendeine Attacke. Okay. Krass, wie viel Energie weg ist. Die anderen sind das eingepennt. Ich kann nur wechseln. Oh. Nehmen wir mal Bowser schnell rein. Und machen mal Gruppenreinigung für die anderen beiden. Und sonst kann ich keine Aktion ausführen. Dann würde ich eigentlich sagen, schau mal, was haben wir noch? Also Gruppenheilung hätte ich jetzt nicht, ne? Rotessenz wäre, ne, das hebe ich erstmal auf. Oha, ich würde sagen, erstmal Maximum Pilz auf Mario. Gut, die Bosse, anscheinend werden die immer härter. Also Exor haben wir gestern am Ende des letzten Parts besiegt. Oh. G, Mello fast down, das geht gar nicht. Aber abgewehrt, okay, das ist gut. 6 Uhr, die richtige Zeit für eine Mega-Erholung. Okay. 320 Heilung hat er gekriegt, krass. Okay, oben hätte ich jetzt Triotechnik Clown Kutschenknaller. Könnte ich natürlich machen. Oder erstmal Mello heilen. Ich würde sagen, erstmal Mello heilen, oder? Mit Pilz. EP so ein bisschen sparen und mal schauen.
extra Item auch nochmal bekommen wird. Okay. Dann machen wir jetzt noch wieder ein paar Clown-Kutschen-Knaller einmal. Mal schauen, wie viel es abzieht. Übrigens immer wieder cool, die Trio-Technik. Oh, nice. Das hat sogar sehr, sehr viel abgezogen. Oben die eine Glocke ist irgendwie weggegangen. Das ist schon mal sehr cool. Mit Bowser müsste ich würde sagen, ich hau mit Bowser normal drauf. Immerhin eine Glocke ist weg. Ultra Feuerball auf Glocke. Und jetzt, yes, zweite Glocke ist auch weg, okay. Mit Mellow würde ich sagen, machen wir Donnerschock. Naja, 134 abgezogen, aber immerhin. Und mal 192 mit Bowser. 7 Uhr, genau richtig für ein heißes Bad. Okay. Geysir-Gewalt ist heißes Bad, okay. Ich würde sagen, ich muss gleich mal schauen, dass ich Peach wieder reinholt. Und natürlich nebenbei Ahornsirup 2 machen wir noch. Direkt einsetzen. Mit Mello. Ich würde sagen, Mello hau ich raus. Nimm Peach wieder rein, müsste nur wiederbeleben, ne? Muntermacher haben wir 6 Mal. Gut, somit Peach wieder mit drin. Volle Energie und extra Item. 9 Uhr, Zeit für ein kleines Päuschen. Irgendwie hat der Boss was. Ja, machen wir natürlich super Feuerball. Ich muss auch sagen, im letzten Part, also die letzten Parts waren eigentlich sehr, sehr harte Gegner mit Exo und so. Und Koopa Kadabra. Und die anderen, die wir noch hatten im Vulkan, mega hart. Die Drachen. 130 Schaden. Immerhin. Mit Bowser würde ich sagen, immer normal drauf. 10 Uhr, Zeit den Duft der Blumen zu genießen. Auch nicht schlecht. Blütenbüll, setz ein. Nein, das ist ärgerlich jetzt gerade. Jetzt kann ich höchstens einmal wechseln und Gruppenreinigung machen. No? Machen wir direkt. Da haben wir zum Glück hier noch Gruppenheilung einmal. Zur Reinigung. Okay, dann mit Bowser würde ich sagen wieder normal. Immerhin 184 Schaden. 12 Uhr Mittagszeit. Ab in die strahlende Sonne. Gleisen setzt er ein. Okay, krasse Attacke auf jeden Fall. Nein. Alle 3 Grad down. Jetzt haben wir. Ich kann noch nicht mal mehr wechseln gerade. Och nö. Jetzt sind eigentlich alle down, außer hier Peach. Auch hier könnte ich wechseln. Moment. Na toll. Bringt da nichts. Er macht mich hier wirklich teilweise platt, ey. 1 Uhr Zeit für ein frostiges Intermezzo. Toll. Kann keinen Reinigungssaft, nichts einsetzen gerade. Aber Peach ist wieder da, okay. Dann schnell Wiederkehr einsetzen auf. Ich würde sagen, erstmal Mello. Müssen wir ohne Ende heilen am besten. Alle direkt wieder. Ja, wiederbeleben, oder? Mello, kurz mal schauen. KP-Regen haben wir mit ihm. Können wir aber nur auf eine Person einsetzen. Ne, Moment, dann mache ich Item. Haben wir den noch Muntermacher? Ja. Also 6 Stück haben wir, okay. Dann schnell Mario wieder reinholen. Weil jetzt setzt er mich direkt die nächste Attacke ein. 3 Uhr Zeit, sich zu erholen, okay. 170. Hat er bekommen. Mario könnte eigentlich draufhauen. Ich muss auch schauen, dass ich gleich Mello oder so raushole. Mit Peach Gruppenknuddeln. Und ja, Mello einmal wechseln, dann können wir nämlich die anderen auch wieder beleben. Ne, erstmal so weiter. Muntermacher. Aber jetzt haben wir einen im Hintergrund. Müsste schauen, dass die anderen auch wieder belebt. Nicht, dass er irgendwie noch platt macht. Ja. Gut, Ahornsirup noch ein einziges Mal. Das ist hart.
Wir müssen unbedingt wieder zum Shop demnächst hin. 5 Uhr, Zeit die Aurora zu bestaunen. Aha, Aurora Blitz. Und eingeschlafen die anderen. Bowser müsste noch wiederbelebt werden. Das heißt, Bowser schnell rein. Und ich setze sogar Muntermacher lieber ein, um BP zu sparen. Ich muss sagen, erster harter Boss eigentlich hier. Okay, Robo, ne, mit Bowser würde ich sagen, erstmal normal drauf hauen, ne? Ah, hauen wir mit Bowser so einmal. 206 Schaden sogar. 6 Uhr die richtige Zeit für eine Mega-Erholung. Auch er mit seiner Erholung ständig, das nervt. Bin die ganze Zeit dabei, mich wieder zu heilen, wieder zu beleben, alles, und er heilt sich auch noch, ey. Gruppenknuddeln wir nicht. Moment. Müsste einmal. Am besten. Wir haben gar keine. Doch, Reinigungssaft kann man noch 5-mal auf Mario. Okay, Bowser würde ich sagen, drauf. Er zieht auch immer gut Energie weg. Mario würde ich sagen auch drauf. Ultra Feuerball. Ah, 87 Schaden, okay. Und mit Peach einmal Heilung auf Mario. Gut, jetzt immer schön Feste drauf. 202 Schaden und wir haben ihn, yes. Er hat uns ja fast sogar down gehabt eben, ne? Erfahrung 67 Erfahrungspunkte und 100 Münzen sogar. Mega cool. Krass. Also die Welt, die Waffenwelt fängt schon mega hart an, muss ich dazu sagen. Okay, alle sind geheilt, sehe ich gerade. Speichern können wir hier. Frage ist, kann ich gar nicht mehr zurück? Ich sehe nämlich gerade, hier ist höchstens so ein Teil zum Weitergehen. Weil wir haben keinen Ahornsirup mehr. Ja, toll. Ja, gehen wir natürlich erstmal weiter und schauen mal. Okay, dann kommen wir hier hin. Frage ist, kann ich hier irgendwo zurück? Ne. Ist nur weiter im Moment. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal. Okay, neue Gegner anscheinend. Machen wir platt. Zumindest einen von denen. Okay, er setzt direkt Blütenbö ein. Klar, und nein, direkt zum Pilz geworden hier. Das sind Konstrukte, die erinnern ja so ein bisschen an die Beilbande. Toll. Holen wir Mello rein. Reinigungssache auf Peach. Und sogar extra Item bekommen. Er setzt Angriffsschub ein, Mega Erholung. Gut, angegriffen haben wir noch gar nicht. Okay, wenn er zustecht, nur einer an Schaden. Das ist schon mal gut. Psychobombe. Gut, zumindest haben wir den Boss. Und direkt gespeichert. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Bosse kommen, aber ich denke mal schon. Sternstampfer. Was setzt ihr ein? Schneemeister? Machen wir Schneemeister. Ah ja, ein Kreis drin, Analogstick, okay. Na, immerhin ein Hammer. Mario gerade so abgewehrt. Frage ist, kann ich eigentlich mit Peach irgendwie, ja, Gruppenknuddel kann ich Schlafenszeit. Statuseffekte kann ich mit ihr nicht heilen, oder? Verhindere Magieangriffe könnte ich ausführen hier, ne? Dann die Bombe drauf. Aber wir müssen auch BP sparen, das ist ärgerlich. Na, immerhin den zweiten Hammer. Sonst mit Mello so drauf. Immerhin 116 Schaden. Und Mario ist auch wieder da. Übrigens die neue Waffe, den Hammer, den er hat, das erinnert total an Paper Mario auf dem N64. Mega geil. Ich würde sagen, lieber so drauf. Ohrfeigen. Ja, und passt. Und sogar 41 BP noch über unten. Froschgroschen gab es auch. Und Royalsirup sogar. Das ist sehr cool. So, mehr möchte ich jetzt aber nicht kämpfen. Ah,
gefährlich, ey. Da oben ist eine Truhe. Okay, muss ich schauen, erstmal ihn durchlassen, schnell oben hoch und schnell mitnehmen. Gut geschafft. Jetzt müssen wir hier. Ah, okay, hier müssen wir einmal drauf und dann schnell rüber. Ah, okay. Die Welt scheint wirklich hart zu sein, oder? Jetzt kommt die hier schon wieder. Wie gesagt, immerhin haben wir eben Royal Sirup bekommen. Ich sehe gerade, wir haben unten sogar die BP sind wieder aufgefüllt. Okay. Toll. Jetzt muss ich direkt. Haben wir keinen Reinigungssaft? Doch, hier hatten wir noch, ne? Lieber schnell auf Peach drauf. Okay, Blase auf Mario, wirkungslos, weil da Pilze ist. Ich würde sagen, nebenbei direkt Schneemeister. Mario lasse ich erstmal so als Pilz. Würde eng noch passen. Zumindest erstmal. Muss ich noch schauen, dass ich gleich wieder heile. Cool, einen haben wir schon. Solange die auf Mario hauen, passt das eigentlich, oder? Dann direkt Psychobombe wieder. Okay, und geschafft. Und sogar wieder Royal Sirup. Ich würde sagen, das passt bei den Gegnern. Wenn man die bekämpft, kriegt man immer wieder Royal Sirup anscheinend. Zweimal haben wir. Ärgerlich nur, wenn die da so runterkommen. Okay. Die Gegner, die kennen wir auch schon hier. Da müssen wir eigentlich nur durch. Okay, geschafft. Was haben wir hier für Gegner? Die kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Ich würde sagen, mindestens einmal bekämpfen, da wir den noch nicht kennen. Hier sind so Malmhammer und Bohrkopf haben wir hier. Und Platthammer. So, direkt super Feuerball. Auf alle drauf einmal. Und Psychobombe. Okay, und geschafft. Und natürlich immerhin wieder Erfahrung und so. Und Level Up für Peach sogar. Level 25 insgesamt schon. Ich würde sagen, mache ich wieder KP hoch, oder? Direkt aufleveln mit extra Bonus. Nein! Ich würde sagen, bei dem flüchte ich aber, oder? Wollte eigentlich nicht in die rein jetzt hier. Wenn es dann klappt, schauen wir mal. Ja, hat geklappt, okay. Muss nur kurz mal zurück dann, okay. Okay, es kommen sogar Pfeile von oben. Die Shy Guy hier, weiß ich gar nicht, hat man die schon bekämpft? Ich würde sagen, einen machen wir mit Platt davon. Schauen wir mal. Ja, es ist ein Hüpfling und Robox haben wir hier. Auch neu. Royal Sirup, ich weiß nicht, ob ich den schon einnehmen soll. Nimm mal mal. Besser ist, da können wir wenigstens die Attacken ausführen und draufhauen. Damit das ein bisschen schneller geht. Krass, auf jeden Fall sehr viel Schaden. Du armer Schneemeister. Und somit nur noch der eine. Nochmal Ohrfeigen. Oder er schmeißt sogar einen Hammer. Mario direkt down, das ist hart. Muss auch schauen mit Peach dann wiederkehr. Gut, immerhin. Das ist aber hart. 160 Schaden mit dem blöden Hammer, den er auch schmeißt. Ey. Einmal KP-Regen, erstmal Mellow. Also der Hammer ist wirklich gefährlich. Dann lieber weiter erstmal drauf. Okay, das war jetzt nicht so gut.
Müsste eigentlich gleich down sein, oder? Er hat immer noch Energie. Mario eingepennt. Ich würde sagen, lieber KP-Regen auf Mario erstmal. Toll, wieder Aktionsknopf nicht richtig hinbekommen im Moment. Machen wir Psychobombe fast besiegt, stand da. Okay, 230 Schaden insgesamt. Und Erfahrung 40 sogar. Plus Froschbroschen. Da haben wir sogar übrigens sehr, sehr viele von, ne? Müsste man demnächst mal schauen, dass ich die irgendwann einsetze. Also davon Sachen hol. Gruppenknuddel einmal. Voll Energie. Und hier haben wir so eine Schwerter. Das erinnert mich gerade wieder an Exor aus dem letzten Part. Nein! Okay, die Pfeile, wenn die einen treffen, werden wir so ein bisschen ohnmächtig. Also mindestens einen von den Schwertern nehmen wir mit. Und mindestens zweimal abgewehrt habe ich Konstrukte und das Schwert ist auch ein Konstrukt, okay. Ultra Feuerball hinten aufs Schwert. Gut, Psychobombe. Immer ein Pass perfekt bekommen. Nice. Sogar 5er Combo. Und wieder 40 Erfahrung. Also hier bei den Laufbändern, wenn man möchte, kann man da ohne Ende trainieren, wenn man es mal so sieht. Ne? Ich sehe gerade Heilung einmal auf Mellow und übrigens Royal Sirup brauchen wir noch. Wir haben 0 BP, ja, setzen wir direkt ein. Okay, was haben wir hier? Laufbänder und ein paar Buhu. Schauen wir mal. Kennen wir den schon? Das sind Holla-Buhu, heißen die. Und Doppler plus Robox wieder. Okay. Ich würde sagen, mit Technik drauf. Der eine ist sogar anfällig. Okay. Ja, Psychobombe. Immerhin kriegt man immer schöne Erfahrung, wenn man die alle wegkloppt. Und geschafft. Okay. Na, 42 Erfahrung. Ja, Bowser ist bald bei 66 noch, dann hat er einen Aufstieg. Mario ist auch bald wieder mit Aufstieg dran. Gut, schauen wir mal. Erstmal durch. Ich würde sagen, über ihn springe ich drüber. Und hier sogar noch eine schöne Kiste. Mit Royal Sirup einmal. Das ist sehr cool. Ah. Nicht wahr. Jetzt falle ich da runter. Wo komme ich wieder hin, wenn ich hochgehe? Ah, okay, genau an der Stelle. Man muss ja eigentlich drauf springen. Okay, da muss man schauen. Dann auch das Teil. Achso, das Teil ist eigentlich nur, um wieder zurückzugehen. Ah, klar, ey. Ich springe hoch und das Ding geht wieder weg eben. Gefährlich. Immerhin rüber geschafft. Dafür aber die Gegner hier. Kann ich da flüchten? Die kennen wir ja, ne? Doppler, okay. Schauen wir mal. Ne, Flucht fehlgeschlagen, okay. Ziehen sogar nur ein KP weg. Okay, immerhin. Schneemeister. Immer gespannt, wie lang das Game noch ist, weil ich bin der Meinung, ich glaube in der Welt, in der wir jetzt angekommen sind, hier in der Waffenwelt, das müsste glaube ich sogar die letzte Welt sein. Uns fehlt da noch der eine Stern. Dann kommt irgendwann der Schmiedrich, der Big Boss. Ich bin mega gehypt auch allgemein, wie das hier mit der Story dann weitergeht. Allgemein mit dem Schmiedrich, auch wie hart der wird. Da muss man schauen, ich hoffe ja, dass man nochmal wieder rauskommt zum Laden, um ja, Items zu bekommen. Weil so im Moment wäre das zu hart. Das ist nur ein Hollerbuch. Dann würde ich sagen, drauf da. Klar. Und natürlich daneben gehauen.
Ja, einmal Schelle, ein bisschen Ohrfeigen mit Peach und Holla Buhu ist weg. Ich würde sagen, so muss es immer laufen. Oh, Princess Peach übrigens, kommt da auch im März, ne? Diesen Monat dann sogar in NASA Code. Was war das? Das war doch hier der eine Boss, ne? Aus dem Wald hier. Den kann man hier auch so bekämpfen, das ist aber glaube ich nur ein Konstrukt. Okay, ich schau mal kurz. Ja, das ist tatsächlich der Boss aus dem Wald hier, ey. Okay. Hat er viel Energie? Das ist gerade die Frage. Können natürlich so draufhauen erstmal. Das heißt, die normalen Bosse aus den Welten kommen hier auch vor. Okay, Royal Sirup einmal schnell einnehmen. Können aber kurz mit Mello Gedanken lesen. Wie viel hat er? 906, okay. Müsste man eigentlich nur ein paar Mal draufhauen, das geht eigentlich. Und X ist geblockt. Okay. Schaden, Psychobombe. Da ja, alles wieder testen wir mal. Und 132 Schaden. Hier ist die Frage, Schneemeister finde ich mit Mello eigentlich immer am besten die Attacke. Deswegen setze ich die meist immer ein um. Schaden, okay. Frage ist, die normalen Attacken ziehen doch fast genauso ab, oder? Ja, 99 mit dem Hammer. 138 mit der Schelle. Ohrfeigen und 46 mit Mello. Ah, ist blockiert, oha. Kann also nicht normal angreifen. Aber cool, dass er hier auch vorkommt, so. Wie gesagt. Er war eigentlich ein sehr cooler Boss im Wald. Schaden, okay. BP sparen oder? Und mein Trio kann ich machen. Heilt alle Freunde. Ja, machen wir Schneemeister nochmal. Muss so schauen, ja, jetzt haben wir natürlich 0 BP, aber wir haben ihn. Hoffe, dass wir wieder öfters ein bisschen Royal Sirup bekommen. 40 Münzen und Level Up für Bowser und Mario. Mario somit sogar Level 20, mega geil. Der extra Bonus mal immer KP, würde ich sagen. Bowser auch Level 20 und auch KP. Ärgerlich ist so, dass er hier wieder runterkommt. Ja. Dort kommt er nochmal. Wenn wir jetzt reingerannt wären, hätte ich auch Flucht, glaube ich, machen können. Und haben wir noch einen Sirup? Ne, haben wir natürlich nicht. Also ich kann auf jeden Fall im Moment die BP nicht heilen. Und dann haben wir hier die Gegner. Bei ihnen könnte man rüberspringen schnell. Okay, klappt. Muss man nur schauen. Ich möchte jetzt nicht alle besiegen, da wir keine BP mehr haben. Und es wird eh Stunden, glaube ich, dauern, bis wir die alle besiegt hätten. Und hier ist wieder er, ey. Der von oben runterkommt. Fall schnell durch. Ah, nein. Und oben kommt er noch runter. Aber ich würde sagen, Flucht. Flucht fehlgeschlagen. Okay. Irgendwann müsste Flucht da gehen. Hoffe ich doch. Ah, jetzt. Okay. Also man kann auf jeden Fall flüchten. Also lieber schnell durch. Ob wir ihn da eben schon haben. Und Speicherpunkt. OMG. Gut gespeichert ist, ne? Also, ich sehe gerade im Menü, also fast alle Charaktere sind auf 20 im Moment, was auch sehr cool ist. Ich glaube, das Höchstlevel war irgendwas, hatte ich da im Internet gelesen, bis 50 kann man die Charaktere irgendwie, glaube ich, hochleveln, ne? Irgendwas war da. Okay, Speicherpunkt, wie gesagt, haben wir. Und was haben wir hier? 0 BP. Ich würde auf jeden Fall sagen, mindestens einmal jeden Gegner bekämpfen. Ninja sind das. Okay. Mit Doppler.
Nur draufhauen. Sollte klappen. 166 Schaden. Segenregenbogen könnte ich einsetzen. Ein paar Pilze haben wir noch mit. Ich hoffe, dass irgendwann noch so ein Shop kommt, wie in Bowsers Festung, wo der Kroko da auf einmal ankam und Sachen vertickt hat. Nur easy, also im Moment recht schnell down die Gegner. Ahornsirup einmal. Und Mello Level Up, sehr cool. Somit auch auf Level 20. Nur noch Geno muss auf 20, das passt. Das Game macht mega Laune. Gut, 40 BP haben wir wieder. Okay, Heilung, KP, Regen, einmal. Ich würde sagen auch Peach und noch Mario. Und wen haben wir hier? Das ist auch so eine Art von Konstrukt. War das nicht auch ein Boss? Schauen wir mal. Ich möchte ihn eigentlich einmal testen. Schauen wir mal. Ach, er ist das. Doch, das war auch so ein Boss, ne? Ist aber auch nur Konstrukt. Müssen wir die besiegen? Nö, würde ich sagen. Das heißt, wohl eigentlich nur mal schauen. Und flüchten wieder. Wir sind jetzt noch nicht zu verpflichtet, ihn zu besiegen. Hoffe ich doch. Wir können da so durch. Okay. Und zwei Truhen hier. Pilz und was war das noch? Ach, Maximum Pilz, genau. ABP sind aufgefüllt, sehe ich gerade unten. Okay, das war sehr cool. Hä, wo müssen wir hin? Also bis hier geht's eigentlich. Habe ich da irgendeinen Weg übersehen? Oder muss ich ihn hier besiegen? Weil ist da hier so ein Block? Hä? Frage ist, wo muss ich gerade hin? Hier geht es nicht weiter. Sonst haue ich ihn gleich einmal weg. Gleich ist der Block dann da weg, damit man da runterkommt. Ja, hier Tatsache geht es nirgendwo weiter an den Seiten nicht. Sehr komisch. Und da ist ja nur der Block. Hätte ihn irgendwie kaputt hauen. Dann würde ich sagen, ich versuche ihn einmal wegzukloppen. Kann sein, dass dadurch dann der Block da weggeht, dass wir da runter müssen. Das heißt, die Waffenwelt ist so eine Art Bosswelt, wo die Bosse alle nochmal rumrennen hier überall. Aha. Und Mello einmal Gedanken lesen. 424, also die haben gar nicht so viel Energie, das passt. Dann schön weiter drauf. Muss doch schauen, dass ich nicht so viel BP einsetze. Okay, mit Peach würde ich sagen so drauf. 140 sogar mit der Ohrfeige. 19 mit Mello passt auch eigentlich. Und wir haben ihn sogar direkt. Gut, schauen wir mal. Bin gespannt. Und Level Up, habe ich gerade gesehen, für Geno. Nice. Somit alle Charaktere auf über 20. Ja, KP natürlich erstmal. Mache ich wieder KP. Und was? Peach hat auch schon wieder Level 26 jetzt inzwischen. Bei ihr geht das irgendwie total schnell mit dem Leveln, oder? Dieses ganze 6 Level über den anderen. Das ist krass. Ja, Tatsache, wir mussten ihn besiegen, um hier runterzukommen. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie geht's weiter. Aha. Was haben wir hier? Was hat. Gehihi, sie sind uns auf den Leim gegangen. Und wir haben gerade nichts zu tun. Zeit zum Spiel. Okay, das Flaconio und Domino haben wir hier. Okay, ich würde sagen, mit Feuerball direkt drauf. Ärgerlich, wie gesagt, wir haben nicht so viel BP im Moment. Das ist, könnte eventuell hart werden hier. Ein paar Pilze natürlich noch mit. Oh, mit Peach könnte ich ein bisschen heilen. Moment. Ja, wie gesagt, Pilze haben wir ein paar, aber für die BP nichts noch. Okay. Können natürlich auch noch Schlafbombe könnte ich einsetzen.
Candice-Bonbon hätte ich auch noch mal. Machen wir mal. Der sei auch mal ganz gut. Und sogar 200 Schaden bei beiden. Ja, gefährlich, ey. Hm, Gedanken lesen kann ich immer nur um einen. Das ist auch ärgerlich. BP lieber sparen. Toll. Mello hat total wenig abgezogen, oder? Ich würde sagen, immer erstmal auf ihn drauf da oben. Mit Peach könnte man zumindest einmal schon mal Gruppen knuddeln. Gut, zumindest einmal abgewehrt. Mello zieht ein bisschen Baby ab, oder? Ich glaube, ich hole sonst gleich Bowser rein. Okay, Peach würde ich sagen, erstmal so drauf. Okay. Ich würde sagen, lieber schnell nochmal heilen, KP regen. Ja, und schön weiter drauf, oder? Aha. Mario leider mit Statuseffekt belegt. Mit Peach war da drauf. Und Mello würde ich sagen, mit Bowser austauschen gleich. Ja, schauen wir mal, was Bowser so abzieht. 112 Schaden sogar, okay. Mario auch nochmal drauf. Ich glaube, wir haben einiges an KP. Aber so gesehen schon der zweite neue Boss, den wir hier jetzt in der Waffenwelt haben. Ich weiß nicht, ob ich BP verschwenden soll. Ne, lieber nicht. Ne? Lieber knuddeln und heilen. Gut. So, jetzt mal Schau Cosmo Panzerkracher können wir einsetzen. Trio-Technik. Wäre, glaube ich, eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Okay, das hat einiges abgezogen. Sehr cool. Den ersten haben wir. Miese Schufte seid ihr. Gegen mich habt ihr keine Chance, sagt er genau. Nein. Jetzt haben wir hier noch so eine große Schlange irgendwie, okay. Jetzt gibt's Saures. Oha. Die Collar Cobra ist das, okay. Ich würde sagen, erstmal normal drauf. Wir haben noch 15 BP. 224 Schaden sogar mit Mario. Mit einem normalen Hammer. Okay, Peach lasse ich natürlich drin. Ich könnte aber schon mal Gruppen knuddeln. Felslabine. Okay. Bowser kurz nochmal mit Mello austauschen und Gedanken lesen. Aber können auch beide schauen. Ich denke mal, Domino oben hat nicht mehr so viel. Schauen wir mal bei Collar Cobra. Ist anfällig für nichts und hat 1455 KP, okay. Das heißt, da müssen wir ein paar Mal draufhauen. Könnte nur schwierig werden. Erstmal oben bei da drauf. Okay, knuddeln. Und weiter drauf. Aber ich würde sagen, Mello wieder raus mit Bowser austauschen, oder? Geno ist natürlich auch cool, könnte man schauen, aber ich glaube, Bowser zieht mehr ab im Moment. Zumindest bei Domino. Okay, 99 Schaden. 226 beim Hammer. Also Mario im Moment am meisten Schaden immer. Ja, knuddeln müssen wir nochmal und dann können wir nicht mehr knuddeln. Dann müssen wir Pilze einsetzen. Ich hoffe, dass da in der Waffenwelt noch so ein Shop kommt, damit wir noch ein paar Ahornsirup und dies und das kaufen können. Weil irgendwann werden wir natürlich auch auf Schmiedrich treffen und ich glaube nicht, dass der easy wird. Okay, 157 Schaden. Normale Heilung könnt ihr nochmal machen auf Mario. Ja, machen wir Mario. Gut. Felslawine. Kann man auch so gut wie gar nicht abwehren, den Kram noch. Super.
Müsste auf jeden Fall noch heilen erstmal. Nehmen wir maximal Pilz auf Bowser. Gut, Mario nochmal schauen. Wie gesagt, BP kann ich im Moment nicht auffüllen, das ist hart. Eisbombe hätte ich noch. Könnte man natürlich mal testen. Schaden, okay, immerhin. Und extra Item sogar nochmal. Heißt, ich kann die Eisbombe sogar nochmal einsetzen. Diesmal würde ich sagen, direkt wieder auf die Cobra. Domino oben ist übrigens, glaube ich, K.O. Zumindest sieht das gerade so aus. Ich kann nur noch die Cobra angreifen. Ja, geht nur noch auf die Cobra, okay. Würde ich sagen, drauf da. Die hat doch am meisten Energie, ne? Nur noch mal schnell heilen den Ball. Gut, Peach auch noch mal. Medium Pilz. Krass, wie viel das abzieht, ey. Nice. Bowsers Attacke 234 Schaden. Mario auch 174. Und Ohrfeige 248 Schaden. Okay. Da ist Bowser fast down, ne? Super. Ich würde sagen, lieber den Ball weiter draufhauen. Und trotzdem aber schauen, dass wir heilen. Und erstmal Peach. Aber ich denke mal schon, dass wir den noch schaffen. Da haben wir noch die anderen im Hintergrund, im Team. 224 Schaden wieder. Oh nice, da haben wir. Mega cool. Ohne, dass wir ohne Ende von BP-Heilung hatten. Also wir konnten da kaum BP einsetzen. 40 Erfahrungen. Wir sagen, sehr, sehr geil. Gut, was haben wir hier? Ach, da kommt er noch irgendwie von oben runter. Genau, wir sind da runter. Dann kam der Bosskampf. Hier könnte man, glaube ich, nur wieder hoch. Ärgerlich ist, dass ich nicht mehr zurückkomme. Also ich kann keine BP holen und so ein Kram. Zumindest wurden BP nochmal aufgefüllt, sehe ich gerade, okay. Dann schauen wir mal weiter. Okay, was? Hier haben wir so ein Laufband. Nein, ist das schon wieder ein Boss, oder? Toll, ich kann nirgendwo was kaufen. Also wir haben auf jeden Fall so eine Schufter, haben wir hier. Vorzüglich, die Produktion läuft wie geschmiert, geölt und gebuttert. Und das, obwohl Klingklong, Bodo, Sperrfried und die Ballbande samt und Sonders die Waffen gestreckt haben. Doch Schmiedrich, unser Gebieter, wird im Klingenumdrehen eine neue Armee haben. Und zwar stärker und schnittiger denn je. Wie bitte? Eine neue Armee? Aber das könnt ihr doch nicht machen. Eure ganzen bösen Waffen haben schon viel zu viel Unheil angerichtet. Was bist du denn für einer? Ja. Das tut nichts zur Sache, aber schau mal, wen ich hier dabei habe. Mario. Also ergebt euch lieber, ehe wir euch das Blech über die Ohren ziehen. Schön alle Maschinen ausgeschaltet, sonst gibt es dicke Dellen, doof Mann. Frech bist du auch noch, wie? Na warte. Ein Gnatzhämmer. Gnatz die Gestalten. Ein Gnatzhämmer. Warum sind die hier okay? Also die drei, ich weiß nicht, ob wir ihn auch gleich besiegen müssen. BP wurden zum Glück auch nochmal aufgefüllt. Was natürlich sehr gut ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass irgendwann noch so ein Shop kommt, wo wir die Items wieder kaufen können. Wenn nicht, wäre das zu hart. Okay, mit Bowser wir sind normal drauf. Zwei Hammer, die Gnatzhammer sind easy. Und somit alle drei weg. 70 BP sogar über, okay. Erfahrung 20, Münzen nur 3. Glaubt ihr, das beeindruckt mich? Ha! Attacke! Okay. War klar. Der Schufter unseren Gnatzhammer hier. Ich würde sagen, mit Ultrafeuerball drauf.
Zumindest zum Anfang erstmal. Aber krass, wie viele Bosse wir jetzt hier schon haben in der Waffenwelt, oder? Kommt ein Boss nacheinander hier. Also ein Bossgegner nach dem anderen. Plus die ganzen Konstrukte. Wo wir Bowser erstmal normal drauf auf ihn durchsagen. Ah, somit wäre er nur noch allein. Ich glaube nicht, dass er so viel Energie hat, oder? Psychobombe. Okay, nice. Und sogar direkt geschafft. Und man kann eigentlich sagen, er ist so eine Art Zwischenboss. Die anderen Bosse waren da ein bisschen härter, ne? Haha, hoffe ihr habt eure Lektion gelernt und wehe, ihr versucht's nochmal. Das kann nicht mehr weit sein, Mario. Lass uns rasch weiter. Wie, zu Schmiedri oder was meint er? Hier haben wir jetzt die Fabrikwelt. Okay, nice. Also die Waffenwelt und jetzt die Fabrikwelt. Wozu dieser Schalter hier wohl gut ist? Ich denke mal, um die Laufbänder anzuhalten, oder? Wozu gar nichts? Komisch. Hey Mario! Was ist denn in dich gefahren? Ach so, haha. Über mir ist was total Schlimmes, wie? Und ich soll hochschauen, habe ich recht? Aber der Trick zieht bei mir nicht, oh nein. Hä? Okay. Mario, zur Hilfe! Hui, das ging ja gerade noch mal gut. War dann wohl für den Greifkran zuständig, der grüne Schalter. Ja, also nur für den Kran hier. Hm. Haben wir übrigens BP? Übrigens BP sind auch wieder aufgefüllt, das ist schon mal cool. Ärgerlich, wie gesagt, wir haben die ganze Zeit nichts zum Heilen für die BP mit. Mario! Ach, der Tort hier. endlich habe ich es bis hierher zu dir geschafft. Ich habe was dabei, das wird euch nützlich sein auf eurer Mission. Versprochen. Hä? Aber eure Hoheit, ihr hier? Und ob? Bitte verzeih, ich bin heimlich aus dem Palast geschlichen, ohne dir oder dem Kronminister Bescheid zu sagen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und da wollte ich Mario helfen, so gut ich nur kann. Und Prinzessin, ich freue mich so sehr. Und dann es heißt, dass ich nicht nur Mario helfe, sondern auch euch. Welch ein Glück. Ach, ich bin im siebten Himmel. Helfen? Was möchtest du denn für uns tun? Frag lieber, was ich schon getan habe. Und zwar allerlei tolle Sachen hergetragen. Eine nützlicher als die andere. Schaut nur. Da hat er jetzt einen eigenen Shop. Ja, nice. Das ist schon mal sehr, sehr cool, würde ich sagen, an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt kaufen. Münzen hätte ich ohne Ende. Das heißt, ohne Ende 372. Ich könnte natürlich auch gleich schauen, ob ich Sachen verticken kann bei ihm. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal alles auffüllen. Das Ärgerliche ist, er hat hier nur ein normales Ahornsirup, ne? Aber kostet jeweils nur 15 Gold. Also 15 Stück können wir direkt 10 mitnehmen. Das ist sehr cool. Schwapponade. Stellt 30 KP der Gruppe sogar insgesamt wieder her. Auch sehr cool. Direkt 10 mit. Mehr gehen noch nicht. Okay. Maximum Pilz ist ein bisschen teurer. Medium Pilz sogar nur 10. Gruppenreinigung ist eigentlich auch nützlich. Ist aber auch teuer. Reinigungssaft wäre auch ganz gut. Einmal komplett auffüllen. Muntermacher können wir nur einen mitnehmen. Eigentlich sogar recht günstig in unserem Shop hier. 125 habe ich noch, ne? Maximum Pilz würde ich sagen. 3 können noch mit. Sonst müsste ich schauen, dass ich eventuell noch was verkaufe. Also Ausrüstung, so würde ich sagen, er hat nicht. Härtetrank, Stärketrank haben wir auch noch mit und so. Schlafbombe, ich weiß nicht, ob die so gut ist. Gibt sogar nur ein Gold, wenn ich die verkaufe. Okay.
Die Furchtbombe gibt immerhin 50. Wäre gut für diese Gruppenreinigung eigentlich noch. Weil ich weiß nicht, was kommt, aber irgendwann wird wahrscheinlich auch bald der Schmiedri wahrscheinlich kommen. Ich würde sagen, die hau ich einmal weg. Und schau mal schnell, dass ich dafür dann diese Gruppen-Dings mitnehme hier. So zwei Stück, okay. Ah, mehr kann ich nicht kaufen. So, sollte passen, erstmal zumindest. Und das hier ist von mir. Natürlich gratis, bitte sehr. Ah, ein Kandis-Bonbon sogar nochmal. Auch sehr coole Attacke. Ich danke dir, Thor. Eure Hoheit, Mario. Es ist nicht mehr weit. Mach den Schurken Beine. Kann das sein, dass wir bald schon auf Schmiedrich treffen? So wie es sich anhört. Oha. Übrigens, ich sehe gerade, wir haben bald eine Stunde rum. Kann man hier wenigstens nochmal speichern? Geh weg, ey. Weil jetzt, wenn ich weitergehe, würde, glaube ich, der Boss kommen oder so. Oder hier demnächst. Wenn wir hier den Weg weitergehen. Ich würde mich gerne nochmal speichern. Obwohl, zwischenspeichern tut er auch immer nur. Also, Zwischenspeicher hat er eigentlich immer. Oder ich schaue nochmal ganz schnell kurz hoch. Die Gegner hier lasse ich lieber. Können wir eh nicht bekämpfen. Nee. Kann da gar nicht rauf. Okay, und ich kann auch, glaube ich, immer wieder bei ihm einkaufen. Meine Arme tun immer noch weh vom Tragen. Ich sage, könnt ihr vielleicht was von meinen Sachen gebrauchen? Gut, das ist schon mal sehr cool. Also wir haben jetzt hier einen wunderschönen Shop. Möchte aber nochmal schnell hoch. Wo war das so mit dem Speicherpunkt hier, ne? Ja. Ja, wie wir wissen, sicher ist sicher. Das heißt, nochmal schnell speichern. Aber wenn die schon davon reden, dass es nicht mehr weit ist und dass er jetzt auch seinen Shop hier hat, hier unten, könnte das natürlich sein, dass wahrscheinlich, dass wir bald auf den Schmiedri irgendwann treffen. Ja, wie gesagt, wir haben ja gleich eine Stunde rum. Ich würde sagen, wir legen eine Pause ein, weil wir haben uns bisher schon ganz schön viel geschafft, auch die ganzen Bosse und so. Das heißt, ja, kurze Pause und bis gleich dann.